Leise trommelt der Regen auf das Glasdach der Passage, als eine dunkle Gestalt durch den Gang huscht, über den grünen Teppich, mit dem der steinerne Boden ausgelegt ist. Draußen ist es bereits dunkel. Die einzigen Lichtquellen sind die zahlreichen Schaufenster der Läden links und rechts. Die Gestalt verringert ihr Tempo nicht. Im Gegenteil. Sie beschleunigt ihre Schritte, nimmt eine Abzweigung im Gang nach links und rempelt dabei fast eine Person um, die bis jetzt an der Wand gelehnt hat und nun einigermaßen verärgert dreinblickt. Bist du auf? Entschuldigung. Ich hab dich nicht gesehen. Ja, kein Problem. Flora zieht eine Augenbraue hoch, steckt dann die Hände in die Taschen ihres Mantels und verzieht den Mund zu einem gequälten Lächeln. Matthias kratzt sich verlegen am Hinterkopf. Also gut, hast du es dabei? Das Buch meine ich. Ach so, ja, hier. Oh, wow, oh, ist das schön. Ja, oder? Die beiden sehen hinunter auf den Einband, auf dem sich filigrane Muster ranken. Matthias streicht beinahe ehrfürchtig mit dem Finger über einen Kringel. Das ist der Wahnsinn. Du glaubst nicht, wie lange ich schon darauf gewartet habe. Vielen Dank. Gern geschehen. Okay. Ja, wollen wir? Okay. Ich muss sowieso da lang. Okay. Flora und Matthias gehen schweigend die Passage entlang, Richtung Ausgang. Kurz vor der letzten Biegung bleibt Flora vor einem Schaufenster stehen, in dem ein großes Goldtablett mit einer kleinen Treppe, Bilderrahmen aller möglichen Größen und Formen, verschiedene Gebäckzangen, ein paar kitschig aussehende Vasen mit asiatischen Mustern sowie einige Bücher zu sehen sind. Über der Auslage hängen drei Lampen. Eine ganz gewöhnliche, ohne besondere Merkmale. Eine aus durchscheinendem Porzellan, die mit roten Drachen und einer schweren Kordel verziert ist. Sowie eine Art Mobilier, bei dem die Glühbirne die Sonne ist und die neun Planeten darum herumkreisen. Guck mal, die Planeten... Wo sind die denn befestigt? Oh, das ist echt gut gemacht. Vielleicht mit so einem unsichtbaren Draht. Die bewegen sich sogar. Wie schön die leuchten. So eins hätte ich auch gern. Na dann pass auf, dass du es nicht auch verwettest. Sag mal, hätte ich gewonnen, dann hättest du doch viel mehr verloren als ich. Ja, hab ich aber nicht und das ist der Unterschied. Wenn ich nur eine Karte gezogen hätte. Ja, hätte Fahrradkette. Sagt meine Oma immer. Ach, komm, lass uns gehen, mir ist langsam kalt. Nein, ich will da mal reingucken. Jetzt noch? Ach komm, muss das sein, die schließen gleich sowieso. Hä? Nur 5 Minuten. Kannst ja ohne mich gehen. Oh, warum bin ich nochmal so unterkehrt? Im Laden herrscht eine gemütliche Stille. Das einzige Geräusch ist das leise Rieseln einer Sanduhr auf der Kommode unweit der Tür. Flora sieht sich mit leuchtenden Augen um und macht einen Schritt in die Richtung, in der sie den Tresen vermutet. Hallo? Okay. Wir gucken uns nur mal kurz um. Ich sehe keinen. Na, das ist ja auch kein Wunder bei all dem Schrabbel hier. Ach, guck mal, ein Osterhase. Ach, meine Fresse, ist der kitschig. Ja, muss ihn ja nicht kaufen. Ich guck mal kurz zu den Büchern hier. Oh, hallo. Willkommen. Ich hab Sie ja gar nicht hereinspazieren hören. Hinter Matthias ist plötzlich eine hochgewachsene Frau aufgetaucht. Sie hat langes, schlohweißes Haar, das ihr bis auf den Rücken fällt, sieht aber noch recht jung aus. In den Händen hält sie eine reich verzierte Vase. Die Blumen darin verströmen einen süßen, aber unaufdringlichen Duft. Entschuldigung, wir wollten uns nur ganz kurz hier umsehen. Aber selbstverständlich. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Nein, eigentlich... Eigentlich haben Sie hier noch andere Bücher, außer denen hier? Da müsste ich mal hinten im Lager nachschauen. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mitkommen. Okay. Die Ladenbesitzerin windet sich geschickt an Matthias vorbei und geht schnellen Schrittes in Richtung des Tresens. Flora und Matthias folgen ihr durch eine grüne Tür, die sich dezent in die Wand einfügt. Ach, ist das schön. Endlich mal wieder Menschen im Haus. Ah, hier, sehen Sie. Oh, wow. Wow. Das sind ein paar besonders alte Exemplare. Die neueren Sachen müssten da drüben stehen. Aber sehen Sie sich doch erstmal das hier an. Vielleicht ist da ja was für Sie dabei. Oh, hier.
Eine Erstausgabe von Dracula. Oh, was? Na? Aber nur die deutsche Version. Na und? Erstausgabe ist Erstausgabe. Und hier? Signiert? Naja, bestimmt ein Fake. Aber die Illustrationen scheinen echt zu sein. Toll. Wo haben Sie die denn her? Ach, ich sammle die. Ich hab da so meine Quellen. Sie kennen sich wohl aus? Ja, ein bisschen. Wir sind beide Antiquitätensammler. Und da ist es schon praktisch, wenn man sich, auskennt. Sagen Sie mal, der Jules Verne hier ist aber nicht wirklich echt, oder? Oh, doch. Den habe ich vor sehr langer Zeit erworben. Was? Nein, irre. Steht der zum Verkauf? Flora. Natürlich. Alles, was Sie hier sehen. Mit einer eleganten Handbewegung deutet die Frau in den Lagerraum. Matthias runzelt die Stirn und macht ein skeptisches Gesicht. Flora, komm, leg das Buch weg. Das kannst du dir ohnehin nicht leisten. Und selbst wenn, das kauft dir doch niemand ab. Das ist garantiert eine Fälschung. Alles nur billiger Plunder hier. Lass mich in Ruhe, du Stinkstiefel. Sieh dich lieber woanders um. Das hier ist jetzt mein Jagdgebiet. Wie bitte dein Jagdgebiet? Ich glaub's ja wohl, aber na gut. Will du nur weiter in deinen verstaubten Schinken? Hier gibt's ohnehin nichts zu finden, außer irgendwelchem kitschigen Zeug. Nun, wenn das hier nichts für Sie ist, dann setzen Sie sich doch zu mir und leisten Sie mir Gesellschaft. Matthias errötet und dreht sich um. Die Frau steht allerdings nicht mehr da, wo sie gerade eben noch war, sondern hat an einem runden Tisch am anderen Ende des Raumes Platz genommen. Entschuldigung, ich wollte damit nur sagen, dass, ja, Verzeihung. Okay, mal abgesehen davon, dass die Alte total unheimlich ist. Was? Sie stand doch gerade neben uns. Wieso ist sie jetzt da hinten? Aber Flora hat Matthias längst vergessen und hat sich in ein Buch mit tiefschwarzen Seiten und weißer Schrift vertieft. Matthias zuckt mit den Schultern und geht zu der Frau, die nun statt der Vase ein Kartenspiel in den Händen hält. Nun, mein Lieber, spielen Sie Romy? Ja, tatsächlich, mit Flora da drüben. Wirklich? Wie schön. Dann muss ich Ihnen die Spielregeln nicht erklären. Die meisten, die hierher kommen, wissen gar nicht, wie das geht. Dabei ist es so ein schönes Spiel. Ja, stimmt. Spielen Sie öfter? Gelegentlich. Wollen Sie die Karten mischen oder soll ich? Machen Sie ruhig, ich kann das sowieso nicht so gut. Ach, alles Übungssache. Wie sind Sie denn eigentlich ins Geschäft gekommen? Ich meine, in das hier. Och, naja, da wird man gewissermaßen hineingeboren. Es ist in etwa sowas wie eine Lebensaufgabe. Ah, also haben Sie geerbt? So könnte man es sagen, ja. Spielen wir mit 13 oder 14 Karten? 13. In Ordnung. Sie spielen gelegentlich auch um etwas, nehme ich an? Oh, ja. Flora und ich spielen öfter mal mit Einsatz, also meistens mit Süßigkeiten, aber hin und wieder auch mal mit etwas wertvolleren Sachen. Hm, ach so. So wie mit dem alten Grimm in Ihrer Tasche? Was? Also, woher? Ich muss schon sagen, beeindruckende Sammlung, die Sie da haben. Die sind bestimmt unbezahlbar. Aber ich wollte trotzdem mal fragen, wie viel das hier kostet. Flora hält den Jules Verne hoch und macht ein hoffnungsvolles Gesicht. Nun, für 21.000 gehört er Ihnen. Oh. Das ist doch aber nicht echt. Oh doch. Da müsste sogar noch das Zertifikat drin liegen. Echt? Aha. Wo ist... Ah, ja. Da haben wir es. Was? Nicht zu fassen. Das ist echt. Wieso haben Sie den nicht längst verkauft? Davon hätten Sie ausgesorgt. Geld ist mir nicht so wichtig. Davon habe ich bereits genug. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie sich den Jules Verne nicht leisten? Nee. Naja, dann spielen Sie mit. Wenn Sie gewinnen, kriegen Sie das Buch. Was echt jetzt? Ohne Mist? Natürlich. Ich mische einfach nochmal. Aber was verlangen Sie im Gegenzug? Das ist der knifflige Teil. Was können Sie mir bieten, das einen entsprechenden Gegenwert hat? Du hast doch den Grimm. Nein, vergiss es. Den versetze ich nicht. Ach, schade. Wer fängt an? Sie. Habe ich ja auch gar nicht gesagt, aber wenn... ich überlege gerade, was ich denn so habe. Dein Haus? Mann, wirklich? Nein.
Ja. Okay. Also ich meine, wenn es wirklich echt ist. Ich meine, meinen Grimm setze ich nicht, aber dafür habe ich ein Fabergé-Ei. Ein kaputtes Fabergé-Ei, vergiss das nicht. Es ist nämlich mal runtergefallen. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Sind Sie fertig? Dann ziehe ich. Ich hätte lieber einen Ihrer Träume. Was? Ja, ganz recht. Sie haben schon richtig gehört. Einen Ihrer Träume. Irgendwas, was Sie wollen, sich wünschen. Oder eine Idee. Einen wertvollen Gedanken. Ihr Zug. Meinen Sie das jetzt auch ernst oder wollen Sie uns gerade veräppeln? Nein, gewiss nicht. Sie müssen aber zugeben, das ist ein bisschen seltsam. Oh, nicht zu fassen, jetzt hast du schon die Hälfte aller Karten abgelegt. Mann. Tja. Sicher ist es das. Aber es ist meine Bedingung. Dann kriegen Sie den Jules Verne. Lassen Sie sich drauf ein, Sie haben doch wirklich nichts zu verlieren. Nur einen Gedanken, eine Idee, einen Wunsch. Na gut. Ich träume da schon seit langem von diesem schönen Sessel. Den habe ich bei einer Freundin gesehen und der hat mir so gut gefallen. Ich hätte auch gern so einen. Interessant, aber so richtig lockt mich das noch nicht. Setzen Sie was drauf. Okay. Was mit... Ich hatte da mal die Idee für ein Buch. Es war sogar eine richtig gute Idee. Und zusammen mit meiner Freundin, die mit dem Sessel übrigens, habe ich das dann geschrieben. Also ich habe geschrieben und sie hat illustriert, wie eine Graphic Novel halt. Naja, wir sind zu allen möglichen Verlegern gestiefelt, aber bisher haben wir noch niemanden gefunden, leider. Ja. Fertig? Mhm. Das klingt mir nach einem spannenden Einsatz. Nun, wenn ich gewinne, dann gehört sie mir, ja? Ihre Idee, ein eigenes Buch zu schreiben? Okay, klar. Ich meine, ich bin sicher nicht die Erste, die auf diese Idee kommt. Gut. Und Sie? Was bekomme ich von Ihnen, sollte ich gewinnen? Soll ich jetzt etwa auch mitgehen? Natürlich! Na? Na gut, warum eigentlich nicht? Aber nur, wenn ich auch gewinnen kann. Selbstverständlich. Okay, dann setze ich meinen Traum von meinem eigenen Antiquitätenladen. Momentan bin ich nur angestellt. Ja, den brauchst du doch nicht zu setzen. Den hast du doch schon so gut wie. Ja und? Ist doch sowieso nur ein Spiel. Für manche ist es das nicht. Aber gut, wenn Sie sich denn sicher sind. Na kommen Sie. Wenn wir gewinnen, haben wir das Buch. Ja. Würden Sie denn nicht lieber den Grimm stattdessen setzen? Nee, niemals. Das wäre doch dann neben Ihrem Buch der einzig wirklich wertvolle Gegenstand im Spiel. Ich verstehe ohnehin nicht, wieso Sie sich darauf einlassen. Du bist dran. Ich weiß. Ich überlege. Wie gesagt, ich hänge nicht am Geld. So. Ha, jetzt habe ich nur noch eine Karte. Leute, ich gewinne. Oh, was Menschen nur immer so an ihrem Besitz hängen. Naja, so würde ich das nicht formulieren, aber der Grimm scheint ja ein bisschen verhext zu sein. Immerhin hat Flora ihn beim Spielen gewonnen und verloren, nicht wahr? Witzig. So und so. Tja, ich fürchte, ich habe gewonnen. Ach, schade. Naja, dann ist es eben so. Na gut. Mit einem wehmütigen Grinsen wirft Matthias seine Karten auf den Tisch und greift nach seinem Schal. Ach so, ich fürchte, ich muss dann bald gehen. Ich habe noch eine Verabredung. Ja, ich muss leider auch los. Aber ich komme bestimmt wieder. Nun gut, es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke ebenso. Ja, tschüss. Flora und Matthias verlassen den Laden der seltsamen Frau, in ein intensives Gespräch vertieft. Die Frau sieht ihnen leise lächelnd nach. bis sie um die Ecke der Passage verschwunden sind. Im Halbdunkel kann man nicht erkennen, ob das Lächeln ein Schmunzeln ist oder ein Ausdruck von Schadenfreude. Sie schließt die Tür ab, lässt die Rollläden hinunter und löscht das Licht. Einzig das kleine Sonnensystem leuchtet noch vor sich hin und verbreitet ein schummriges Licht im zugerümpelten Verkaufsraum. Über die Gebäckzangen, das Bücherregal, einen Sessel, die Bilderrahmen, dem kitschigen Osterhasen, den Nostalgieschildern, die Cocktailbars, verschiedene Lebensmittelprodukte sowie einen Antiquitätenladen anpreisen, über die Auslage mit den Ming-Vasen und einem scheinbar neuen Buch, das geöffnet im Schaufenster liegt
und auf dessen aufgeschlagener Doppelseite links ein Text steht und dessen rechte Seite eine auffallend hübsche Illustration zeigt.